dabei und zur Rassepräsentation der Kontinentalbulldoggen. Wir vom BBCD möchten Ihnen gerne eine recht junge Schweizer Rasse vorstellen. Der Kontinentalbulldog hat seinen Ursprung in der Schweiz und entstand aus einem Projekt, das die Rassegründerin Imelda Angern 2004 in Absprache mit der Schweizer Kynologischen Gesellschaft ins Leben gerufen hat. Und ich freue mich, dass ich Ihnen heute hier eine recht große Auswahl an Hunden präsentieren kann. Damit Sie mal ein bisschen mehr über diese junge, noch relativ unbekannte Rasse erfahren und sehen, wie viel Spaß so ein Bulldog an einer Leine machen kann. Und wir möchten hier einfach das Interesse für den Conti wecken. Gut, wir haben hier im Moment gerade Hunde unterschiedlicher Altersklassen, was sehr schön ist, da kann man Ihnen nochmal ordentlich was zeigen. Wir haben sowohl Hüten als auch Hündin dabei und wir fangen dann gleich mal an. Und davon stehen. Das muss einmal alle in einer Reihe nachher aufstellen, die Reihe macht den Anfang in der Ecke. Ich erzähle Ihnen dann ein bisschen was zu jedem Hund. Ursprung, Größe und nebenher dann auch den Standard und am Anfang können wir natürlich gerne auch noch Fragen beantworten. So, als allererstes darf ich Ihnen dann vorstellen, die Heike mit ihrem Hüden Bulldog nennt Excalibur. Kalli kommt ursprünglich von einem Züchter aus Berlin und hat den weiten Weg ins Ruhrgebiet geschafft, wohnt jetzt in Bottrop zusammen mit seiner kleinen Hündin Deli, die wir Ihnen gleich auch noch zeigen können. Kalli ist ein erwachsener Rüde und ein sehr gutes Beispiel dafür. 4,5 Jahre alt, ist bei uns im Verein als Dreckrüde unterwegs und auch schon stolzer Papa. Kuschelt am liebsten mit Mama, im Agility macht er mit, wird bald einen Kurs im Manfading gerufen und ne, kann dann so das ein oder andere kleine Kunststück dann halt eben auch, weil für Futter machen sie so ziemlich alles. Kalli ist bei den Rüden an der oberen Grenze, was die Höhe angeht. Im Moment ist es dann so, dass man also vom Standard her sagt, der Rüde sollte 46 cm haben, plus minus 2 cm sind da drin. Die Hündin 42 cm, auch da, wie gesagt, plus minus 2 cm. Bulldogment Excalibur mit unserer Heike. Vielen Dank. Kalli ist ein Beispiel, Sie sehen, ein klassischer Potenzer, ausgewachsener Rüde, mit den anderen Hunden im Ring, total tiefenentspannt, ein weiteres schönes Beispiel, wir haben hier kleine Kläffer. Ja, oder auch nicht. Das war das Stichwort. Der kleine Bulle ist 6 Monate alt und ist ein sehr, sehr spannend und der Geschwister macht ja nicht gut. Als nächstes sehen wir die Dana mit Eleonor Seider, genannt Lucilla. Die Seido ist 1,5 Jahre alt, ist eine sehr sportliche kleine Hündin. Von der Höhe her eigentlich ideal. Sie sehen sie vom Gesicht her sehr elegant und schmal im Kopf. Geschwungen von der Farbe zu den Farben. Alle Farben sind erlaubt, außer Blau. Wichtig ist eine schwarze Nase, daneben wird er drauf. Gut pigmentiert sollte sie sein, schöne, dunkle, runde Augen haben. Daido ist das klassische Beispiel für einen Arbeitshund. Sie arbeitet mit ihrem Frauchen, macht Agility, macht Zielobjektsuche, Mantrailing, verschiedene Tricks. Sie sehen sehr schön die Bindung zur Halterin. Sie ist sehr aufmerksam, guckt ganz genau, was Frauchen macht. Daido ne, läuft am Fahrrad mit, geht gerne schwimmen. Daheim wird aber ordentlich gekuschelt mit Mama, habe ich mir da sagen lassen. Also da ist sie dann doch eher der Sofakuchendekorierer. Und freut sich drauf, dass sie dann da auch mal nebenan liegen kann und schlafen kann. Lebt zusammen im Haushalt mit einer weiteren Hündin, die erwachsen ist und funktioniert alles gut. Ne? Okay, vielen Dank, Jana. So, jetzt kommt der kleine Mann, der mich gerade Lügenstrafen ließ. Ne? Also das ist FSJ Mantas, mit Spitzname Bullet. Bullet ist gerade mal 6 Monate alt, also noch ein sehr junger Rüde. Gestrobt mit Weiß, fühlt aber auch schon 30, wie man sieht, Pfötchen geben, Sitzplatz. Die Hunde lieben es, wenn sie gefordert werden. Also ruhig mit den Hunden arbeiten, auch wenn man immer so im Kopf hat, Bulldogge, eher langsam und eher gemütlich. Die freuen sich, wenn sie beschäftigen, mental fördern. Und ja, vorgeben kann er gut, er liebt sein Spielzeug und ab und zu auch das Kaminholz, habe ich mir sagen lassen, das holt er dann gerne mal bei. Da hilft er also tatsächlich im Haushalt. Und geht jeden Tag mit ins Büro, er ist der klassische Bürohund. Und verhält sich auch prima, oder? Ja, ich danke dir, Nadine. Vielen Dank. So, jetzt kommt Eleonor Dieter, eine ausgewachsene Hündin mit 18 Monaten. Die Dieter ist Schweizer Jugendsiegerin 2012 geworden, ist gekürt und für die Zucht zugelassen und wird im nächsten Jahr ihren ersten Wurf haben. Spielt zu Hause mit aller Vorliebe Staubsauge. Also alles, was auf dem Boden liegt, ist ihr und wird entsprechend gefressen. Passt dann auch auf. Ja, Leckerchen fangen in der Luft ist auch so eine kleine Sache. Lebt zusammen mit Jesper, einem ausgewachsenen Rüden in einem Haushalt. 2 Katzen sind dabei.
Eine weitere Eigenschaft, wir werden oft auch angesprochen, wie verhält sich das Kulturbund Katzen oder Kleintiere. Wir haben sehr, sehr viele Halter und Züchter, die gleichzeitig auch Katzen haben. Es ist in der Regel kein Problem, weil der Jagdtrieb dann doch nicht so ausgeprägt ist, wie bei manch einer anderen Rasse. So, und Rita war das. Jetzt kommt Eleonor aus Eta. Eta kommt ebenso wie Rita aus der Nähe von Kassel. Eta ist noch sehr jung, ist am 22.07.2012 geboren. Ne? Auch ein Bürohund, habe ich mir sagen lassen. Und nebenher spielt er dann auch gerne noch Schoßhund. Also sobald dann sich jemand an der Arbeit begebt, dann kann Gator also ohne Probleme aus dem Stand auf den Schoß springen und zeigt dann noch, dass er eigentlich ja noch ein ganz kleiner Junge ist. Ne? Er übt jetzt fleißig und wie Sie sehen, also der junge Hund, 6 Monate alt, noch ein bisschen wild, aber das ist normal. Auch hier wieder, es wird ordentlich gearbeitet. Und so bitte an alle, besucht selten Stunden, sozialisiert die Hunde, dass sie in Kontakt kommen mit anderen Hunden. Bulldoggen spielen manchmal anders als ein Retriever oder eine andere Rasse, die rempeln gerne, runzen dabei wie wir. Keine Sorgen machen, alles gut, so spielen die Kollegen. Vielen Dank. Das war unser Geber. So, jetzt kommt Mecklenburg-Delia. Mecklenburg daher, weil die hat eine weite Reise aus Mecklenburg-Vorpommern gemacht, das ist ihr Züchter. Die kleine Deli ist 16 Wochen alt, unser Jungspund hier im Ring. Deli liegt zusammen mit dem Kalli, den Sie als erstes gesehen haben, und einer weiteren erwachsenen Hündin in einem Haushalt. Ja, die Prinzessin ist klar, gestern gab es einen großen Halsband. Und Mama ist ganz stolz, man muss nur den Gesichtsausdruck begucken. Ne? Gut, im Moment kann sie nichts außer gut aussehen und die Hunde ganz verrückt machen. Ne? Aber das geht auch schon, wie immer. Und das mit einer fremden Kultur, wenn also ein und zwei. Ich danke dir, vielen Dank. So, jetzt kommt unser FSDog Tracy, der entspannt in der Ecke sitzt und liegt. Tracy, genannt Emil, kommt von unserem Züchter FSDog aus Wagenfeld. Ist dort groß geworden, am 8.3.2012 geboren, also ist jetzt knapp 10 Monate alt. Ein kleiner Obstliebhaber, habe ich mir da sagen lassen, hat einen Stock hier, Dottie, das ist diese Ikea-Bulldogge, die Sie vielleicht schon mal gesehen haben. Ich finde das klasse, die lebt sogar noch. Und ja, Welle, Sitz, Platz, Gleis, bei Fußläufer, Hopf macht er, also er springt bei Hopf und ja, keine Füße ist vor ihm sicher. Auch eine weitere Eigenschaft, die gehen eigentlich sehr gerne ins Wasser. Ich habe noch keinen Wasserschein von dir erlebt. Wobei ich auch bei ihm was die Wellen nicht, also das kann durchaus sein. Ne? Da sind wir wieder beim Thema. Da reagiert also auf Wellen, ne? Wir wissen. Genau, ich danke dir. Emil legt dich wieder hin, alles gut. So, zum Schluss haben wir dann noch den Eleonor Elliot, kommt ebenfalls aus dem Finger Eleonor aus Kassel. Eleonor ist im Juni letzten Jahres geboren, also Juni 2011 geboren. Ist rund 45 cm hoch, also auch da Standard entsprechend von der Größe her richtig. Wichtig ist bei dieser Kurzkontinentalbulldog. Das Ziel war, einen gesunden, kleinen, sportlichen Molosser zu züchten, mit einer langen, geraden Rute. Vollzahnig sollte er sein, Hüften und Gelenke sollten in Ordnung sein, werden auch regelmäßig geprüft, bevor ein Hund in die Zucht kommt. Die Hüften werden ausgewertet, genauso wie die Ellenbogen. Viele Züchter kontrollieren auch Spondylose, kontrollieren, dass die Augen in Ordnung sind. Also es wird dann recht strenges Zuchtverfahren vorgenommen. Der Conti hat seinen Ursprung aus der englischen Bulldogge und kam, wie gesagt, vor dem 15. Jahr, dass man sagt, man möchte einen kleinen sportlichen, niedrigen Molosser haben. Was man hier, glaube ich, gut demonstrieren kann. Und dass da jetzt die Jungs und Späte ein bisschen Alarm machen, ist bei den Alter ganz verständlich und normal, denke ich. Ich danke dir, Eva. Das war unser Eldest. Auch da haben Sie gesehen, ein ganz ruhiger junger Kerl. Laufen alle schön in den Ring, ich möchte das jetzt auch so machen. Also wir laufen jetzt nochmal im Trab, 2 kleine Runden, dass man hier auch mal eine Bewegung sieht, dass sie nicht einfach so gehen, sondern leicht laufen. Wir sehen zum Beispiel hier bei der Lucy, wenn sie neben der Sanna läuft, auch da wieder ganz wichtig, der Sichtkontakt zur Halterin. Oder würde auch laufen, wenn sie nicht hier dranhängen würde. Was ganz normal ist. Ein schöner, freier Gang. Aufmerksamkeit zum Halter. Wie gesagt, Farben alle erlaubt. Vom Gewicht her sind sie übrigens bei der Hündin so kurz oberhalb von 20 Kilo.